Hier spricht Ustra, weiter geht's mit Rune Factory Frontier und wir haben mal wieder die Ehre, mitten am Tag hier wieder das ein oder andere zu tun. Es schneit immer noch. Schön, wenn man mit einer rauen Stimme anfängt, dann kann es nur besser werden. Und wir haben zwar jetzt soweit alles gemacht, wir wissen nicht, ob Broderick wirklich glücklich ist mit dem Unkraut, das wir ihm gegeben haben. Aber wie dem auch ist, wir werden noch ein wenig trainieren gehen, nämlich in der Schneeruine. Das ist das, was ich gerne so irgendwie versuchen möchte zu tun. Weiterzukommen, etwas mehr Stärke zu gewinnen, eventuell auch noch weitere Materialien sammeln. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir sogar, es ist Dienstag in-game, ich habe mir schon fast überlegt, ob man mal nicht einfach mal sagt, man angelt mal einen ganzen Tag, damit wir mal ein bisschen mehr Geld machen. Denn etwas, was wir... Ah, Mist. Was wir definitiv hier noch brauchen bei Rune Factory ist etwas Geld, damit wir uns die bessere Schmiede leisten können. Denn nur mit dieser besseren Schmiede, okay, sind wir in der Lage, Umhänge zum Beispiel zu bauen, die uns hoffnungsvollerweise... Ich versuche erstmal hier gegen die zu kämpfen, die mich eventuell vergiften können. Es war von eventuell die Rede, nicht von, sie vergiften mich hundertprozentig. Na gut. Ach, der lebt auch noch. Was? Ich hätte den umgehauen. Jetzt ist aber alles hier. Moment, ich muss mal gucken, ob ich noch Gegengift habe. Ich habe noch normales Gift dabei. Wow. Sehr gut, okay. Jetzt sind wir natürlich wieder vergiftet. Ich wollte eigentlich hier noch weiter kloppen. Hat hier wieder fabulös geklappt, würde ich mal behaupten. Wir haben zum Glück noch ein paar Energy Drinks dabei, falls es hier zu Ausschweifungen kommt. Ich nehme mal hier nochmal rotes Kraut mit, ziehe mich aber jetzt auch zurück. Ich weiß, wir können immer noch ins Badehaus gehen, um dann ab 15 Uhr wieder Leben zu bekommen. Ich glaube auch, dass wir das fast machen werden. Wir haben ja kaum eine andere Wahl. Ich werde mir jetzt erstmal ein Gegengift schmieden. Ich dachte nie, ja, dass wir irgendwann mal keine Gegengifte mehr haben. Aber anscheinend habe ich mich geirrt. Und anscheinend brauchen wir Gegengifte, um dort weiterzukommen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich weiß nicht, was wir für Gegengift brauchen. Neutralisator und medizinisches Kraut. Okay. Also diesen und diesen. Machen wir mal eben fix. Ich hätte auch gerne noch einen von diesen magischen Kristallen. Ich sag's mal eben nur. Weil ich denke, das interessiert euch. Denn damit haben wir die Möglichkeit. Das ist aber auch. Das Gift ist aber auch übertrieben erbarmungslos hier gerade. Weg damit. Okay, wow. Leben gerettet! Zwar nur das eigene, aber immerhin. Ich würde so gerne andere Dinge bauen, andere Sachen machen. Ich würde so gerne irgendwas anziehen. Ich würde gerne den niedlichen Badeanzug anziehen. Ich würde gerne irgendwas anziehen, was mich auch wirklich, wirklich weiterbringt. Wir können... Ein Band. Was macht denn ein Band? Diesen beliebten Gegenstand sieht man gerne an niedlichen Mädchen. Silber, Qualitätskleidung und Feenstaub. Ich glaube, wir haben gar keinen Silber mehr. Das sollten wir uns auch noch irgendwie noch einmal zu Gemüte führen. Feuerblumen. Habe ich auch noch nie was von gehört. Platinarmband. Auch das würde ich gerne bauen. Ein Platinring würde mir schon reichen, aber wir können nicht. Obwohl, wir haben jetzt 40. Lass uns mal eben schauen, was wir bauen können. Den Ring der Paralyse können wir theoretisch bauen.
Aber der gibt uns weniger Verteidigung als das, was wir haben. Das ist schön. Scheiße. Denn wir haben das Goldarmband, okay. Mhm, das hier könnten wir langsam bauen. Dafür brauchen wir noch 2 Punkte extra. Die können wir uns doch mal eben irgendwie bestimmt erschleichen. Hoffe ich zumindest. Gucken wir mal, was wir noch bauen können. Billigstoff. Plüschgürtel können wir eventuell 2 bauen. Spielkraut und Monsterhaut. Lass uns mal eben schauen. Spielkraut und Monsterhaut ist das, was wir wirklich dafür brauchen. Und Wolle. Nein, ich möchte keine Bücher lesen. Dankeschön. Ich wollte eigentlich hier meine Truhe. Ich habe total vergessen, was es war. Moment, lass mich mal noch überlegen. Wir brauchen Wolle, Wollknäuel, Monsterhaut und Spielblumen. Das war's. Spielblumen. Ich denke, wir haben die noch. Ich guck mal gerade rum. Vielleicht halte ich die hier frisch. Spielkraut. Wow, wir haben noch 1 davon. Nun, das werden wir dann wohl nicht benutzen, denn das ist, glaube ich, für unseren Hochzeitsvierlefanz. Wir können aber Haarreifen bauen. Insektenkiefer, Insektenschale, Billigkleidung, magisches Pulver. Insektenkiefer. Jawohl. Magisches Pulver. Jawohl. Insektenpanzer. Braucht nur noch. Wir gucken mal eben, das müssten wir hier haben. Insektenschale, jawohl. Und, was war das letzte? Ich habe irgendwie heute extreme Item-Schwierigkeiten. Das war irgendeine 30er-Sache, haarreif. Billigkleidung, okay. Das haben wir bestimmt auch irgendwo rumfliegen. Das ist schon Qualität. Da war Billigkleidung. Ich habe sie genau gesehen. Okay, dann lass uns auch ein bisschen Haarreifen bauen. Und dann hoffnungsvollerweise genug Punkte haben, um dann mit dem Goldring weiterzumachen. Na komm schon. So, geht noch mehr. Magisches Pulver brauchen wir noch. Dann machen wir noch mal eben magisches Pulver. Ist doch kein Akt. Solange wir noch einen Skillpunkt kriegen, mache ich das sogar sehr gern. Weil wir brauchen die bessere Verteidigung. Oh, ist das denn ernst? Oh, und wir haben auch nicht mehr so wirklich viel Leben, um uns jetzt hier weiter mit Bauen zu beschäftigen. Das ist natürlich super schlecht. Jetzt können wir auch kein Silber holen, weil ich nicht genug RP habe, um das Eisen wegzuklacken. Hm. Warum habe ich schon wieder den Erdanhänger hier in der Tasche, anstatt den umzuhaben? Hä? Ich dachte, wir haben den letzten Mal extra gebaut, damit wir den anziehen können. Wir tun den mal jetzt endgültig weg. Ich habe das Gefühl, über den stolper ich immer wieder über den Herzanhänger. Und kann aber auch sein, dass ich den anderen gar nicht angezogen habe. Was ist denn hier los, sag mal? Ich möchte, dass der Winter vorbei ist. Und wenn du auch möchtest, dass der Winter schnell vorbeigeht, dann kann ich dir zumindest eine Beschäftigung an den Tag legen. Und zwar, wenn du es noch nicht getan hast, für die Frühlingssaat abzustimmen. Dann kannst du mitbestimmen, was im Frühling auf dem Feld liegt. Das ist ja wahrscheinlich ganz interessant und wird bestimmen, wie viel Geld wir machen können in der nächsten Zeit. Wir gehen mal nach Danny, auch wenn ich nicht... Ich gehe nicht mehr in Häuser, nein. Nein, ich gehe nicht mehr in Häuser, das kostet alles Zeit. Und wir haben doch keine Zeit. Wir wollen, dass dieser Tag auch irgendwann mal endet. Und ich möchte, dass es irgendwann mal wieder schönes Wetter ist bei, bei Rune Factory. Denn wir brauchen nur noch 2 Stücke Sternenstaub. Und dann passiert wieder irgendwas mit Uzuki. Es wäre schön, wenn wir das machen könnten noch in diesem Winter. Und eventuell sollte ich für eine... Vielleicht sollte ich auch für eine sonnige Woche beten. Weil so gesehen brauchen wir ja keinen Schnee. Hm.
Hört sich gar nicht mal so schlecht an, jetzt wo ich es ausgesprochen habe. Lass uns mal nach Hause gehen. Ich glaube, wir brauchen von jedem Rooney einen für eine sonnige Woche. Natürlich weiß ich jetzt auch nicht, wo die Kinder rumhängen. Entweder bei Ganesha oder bei Marco zu Hause. Oder bei Candy zu Hause im Turm. Wir schauen bei meinem Marco rein. Ich hoffe, das stimmt. Und da können wir uns eben schlau machen, was es genau braucht. Und dann sollten wir für eine sonnige Woche beten. Das hätten wir schon eventuell vorher machen können. Aber diese ganze Runenmagie ist mir irgendwie zu seltsam. Hi, Candy. How may I? Ich brauche ein paar Roonies. What do you want to wish for? Ich möchte gerne eine sonnige Woche haben. Wenn du dir eine sonnige Woche wünschst, erhöht es die Chance. Aber es gibt keine Garantie. Ich brauche ein von allen. Okay. Ich komme gleich wieder, Candy. Nicht weglaufen. Ich bin schon so gut wie wieder zurück mit Roonies. Halt die Runenzauber schon mal. Öl schon mal die Stimmbänder für deinen Gesang. Ich bin gleich wieder zurück. Oh, man kann rausgehen und man kann sich nach Hause teleportieren, ohne dass eine Sekunde Ingame-Zeit verstreicht. Das ist auch nicht schlecht. So, wir brauchen, glaube ich, alles außer Wasser. Wir nehmen aber trotzdem mal von jedem einen mit. Man weiß ja nie, ne, ob sich der Ustra nicht wieder vertan hat. Ein Wasser, ein Baum, ein Stein und ein Gras. Okay. Damit sollten wir in der Lage sein, ein wunderbares Runenwunder zu wirken und die Chance auf sonnige Tage zu erhöhen. Und wir wollen sonnige Tage, denn wir wollen endlich Uzukis Bruder kennenlernen, falls es den überhaupt gibt. Irgendwie habe ich das Gefühl, die will einfach nur, dass ich sie beschäftige oder dass ich mich mit ihr beschäftige. Anstatt mit jedem anderen hier im Dorf. Und wir werden es nie herausfinden, außer wir sorgen jetzt dafür, dass langsam mal gutes Wetter wird. Und es war jetzt so lange schneetastisch, das Wetter. Und verschneit. Da möchte ich doch gerne einen Obsttag, einen Holztag, einen Grastag, einen Fischtag. Ich weiß nicht genau, was ein Fischtag ist, aber wir sollten uns auch irgendwann mal einen Fischtag wünschen. So, jetzt Marco, jetzt siehst du mal, warum Candy keine Hilfe braucht und dass sie nicht schwach ist. Dankeschön. There we go. The spirits have granted your wish. Das ist lieb von dem Geister. Is there anything else you want to wish for? Nee, es geht mir gut. See you later. Ciao. Dankeschön, Candy. Das ist voll lieb von dir. Ich hoffe einfach, deine Voodoo-Magie wird mir helfen, mein Ziel zu erreichen. Und jetzt möchte ich gerne in ein wunderschönes heißes Bad springen, denn ich würde es begrüßen, wieder Lebenskraft und Arbeitskraft zu haben, denn ich würde super gerne meinen Goldring erweitern. Ich hoffe, das ist wirklich. Wir haben alle Zutaten für das, was ich jetzt vorhabe. Wenn nicht, wäre das ein bisschen merkwürdig. Aber nicht weiter schlimm. Oh, jetzt geht die Zeit wieder nicht rum. Leute, was ist denn los hier? Schlimm. Ich irgendwie in der ersten Periode unserer Folgen, wenn wir zu den Mädels gehen, geht die Zeit schon überhaupt nicht rum. Und dann machen wir in einer Ingame-Stunde unsere ganze RP und HP leer und müssen dann 3 Ingame-Stunden darauf warten, dass wir wieder RP und HP kriegen. Das nervt. Ich weiß, wir könnten noch was essen, aber ich glaube, ich habe nichts mehr vorbereitet. Und das heißt auch gleichzeitig, ich würde eventuell mein Leben opfern, um ein Gericht zu kochen. Und ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Das muss nicht sein, um das mal so auszudrücken. Man muss nicht unbedingt sein Leben dafür geben, ein leckeres Gericht zu kochen. Es reicht auch, wenn das Zeit kostet. Und Arbeitskraft. Ich hätte so gerne ein heißes Bad. Warum machst du denn das Badehaus nicht früher auf? Melody, komm schon. Ich würde auch gerne deine Briefe lesen. Aber ich darf nicht. Ich kann euch nicht genau erzählen, warum und wieso und weswegen und weshalb. Wir gucken uns noch mal ein bisschen die Schneemänner im Dorf an. Der hat eine Rübe als
Nase. Eine Karotte. Das ist nichts Neues. Die Zeit. Ich habe auch nichts mehr, was ich euch erzählen kann. Er hat Flaschen als Arme, finde ich auch schön. Ich finde auch die Karottenaugenbrauen extrem cool. Das erinnert mich irgendwie an die ersten Folgen, wo wir keine Ausdauer hatten und immer auf das Badehaus gewartet haben. Folglich immer. Es ist wirklich kalt. Aber mein Herz würde sich darüber freuen, ein bisschen baden zu gehen. Vielen Dank an Melody, dass du endlich dein Badehaus aufgemacht hast. Jetzt kriege ich hoffentlich alles hin, was ich mir vorgenommen habe. Und das heißt, wir können einen neuen Schmuck herstellen, der uns hoffentlich mehr gegen die bösen, bösen Monster da draußen schützt. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme ist. Ich glaube, der lange Livestream hat mir ein bisschen raue Stimme beschert. Aber keine Sorge, ich habe hier irgendwo Hustenbonbons liegen und so, aber... Das ist der Preis, den ich dafür zahle. Haarreif. Wir brauchen auch einmal magisches Pulver. Okay. Okay. Hier haben wir keins mehr. Ich hoffe, wir haben noch welches. Jawohl. Sehr gut. Und dann hoffe ich, wir haben auch alles, um unser neues Schmuckstück herzustellen. Ich glaube, ich sollte auch hier wieder auf den grünen. Ja. Nice, super. Was genau wollte ich nochmal bauen? Den Aquamarinring. Den wollte ich bauen. Wir brauchen einen Aquamarin. Wir brauchen einen Goldring. Hübsche Schale und Feenstaub. Ich habe ein Goldarmband um. Eventuell können wir gar keinen Goldring bauen. Weil wir kein Gold haben. Das ist Kupfer. Kupfer ist kein Gold. Das ist Altmetall. Oh oh. Oh oh. Kein Gold. Das ist Platin. Eisen, Kupfer. Nein. Dann müssen wir in die Schneeruine gehen. Das wollten wir sowieso machen. Und Gold holen. Okay. Wenigstens haben wir was zu tun. Machen wir das. Auch wenn es ein bisschen komisch kommt, was wir hier gerade tun. Aber ich kann euch nur sagen, wir machen mit kleinen Schritten große Fortschritte, indem wir hier ein bisschen Sachen farmen. Das wird schon alles funktionieren. Ich bin guter Dinge, dass wir, dass uns das helfen wird, denn 20 mehr Lebenskraft und mehr Verteidigung, mehr Angriffskraft, mehr Magie. Hört sich nach etwas an, was wir gerne, wofür wir gerne ein bisschen Zeit investieren. Wenn ihr das anders seht, dann sagt mir das doch einfach in den Kommentaren Bescheid. Aber ich bin mir ziemlich sicher, besseres Zeug, da sagt keiner nein. Kalt! Ich frag mich auch, warum dieses Ding immer noch da ist. Kann das nicht einfach mal verschwinden? Es ist so unsinnig, dass es da kalt ist. Wo es denn direkt zum, ja hier zum Treppenhaus geht, das wollte ich sagen. Und hier irgendwo müsste es gleich auch Erz geben. Da nicht, okay. Okay, hier sind wir nicht willkommen, weil hier ist die Kanone, der hier Probleme macht. Hier vielleicht. Nee, wir können noch ein tiefer... Irgendwo haben wir doch direkt Metall gehabt, wo wir rausgegangen sind. Hier können wir noch gar nicht raus. Okay, dann... Finde ich das jetzt etwas merkwürdig. Nee, hier ist es garantiert nicht. U4. Das hier, wo die Kanonen davor steht, wo man die erst wieder in den... langen Weg gehen muss, damit die Kanone verschwindet. Dann wird es wohl U2 sein. Okay, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, Spiel. Ah, okay, stimmt. Ich hoffe, das bringt uns jetzt was, hier die Sachen kaputt zu schlagen. Vor allem bringt es Gold.
und Altmetall. Eventuell kann ich wieder rein und rausgehen und kriege dann wieder Gold. Ist das eine Möglichkeit, die wir haben? Kann ich das Spiel ein bisschen betrügen? Wachsen Steinklumpen, in denen sich Gold befinden, einfach nach. Wir werden es herausfinden in dieser Sekunde bei Rune Factory Frontier. Auf geht's! Nope. Müssen wir wohl einmal ganz rausgehen, oder vielleicht erst am nächsten Tag. Schade, schade, schade. Und hier gibt's, glaube ich, auch auf Anhieb nicht nochmal einfach so Erz, oder? Wir schauen mal. Eine Truhe gibt's hier. Mit Parafutsch. Nun, vielleicht reicht aber auch ein Gold. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was der Goldring braucht, aber ich habe das Gefühl, wir brauchen zweimal Gold. Wir werden es einfach herausfinden. Wir machen es uns nicht so schwer, wir gucken jetzt nach. Falls nicht, dann haben wir wenigstens was zu tun, auch für die nächsten Tage. Gehen gleich noch auf die Walinsel, begrüßen Iris und dann müssten wir eigentlich auch ganz gut... Das müsste dann ganz gut gelaufen sein für diese Folge. Wir haben ein paar Punkte gemacht im Handwerk. Das ist schon mal nicht so schlecht. Ich glaube, wir werden auch in Kochen ein bisschen weiterkommen die nächsten Tage. Ist zumindest meine Idee. Zweimal Gold und Insektenschale. Ja, leider kein zweites Goldstück gefunden. Das kommt beim nächsten Mal. Jetzt kommt erstmal die Walinsel. Schade. Hätte klappen können. Da hätten wir ja nochmal einen richtig großen Sprung machen können. Ich glaube nämlich, so ein Aquamarinring ist um Längen besser als das, was wir vorher hatten. Und... Ach Mist, was mache ich denn hier drin? Hier will ich doch gar nicht rein. Ich war schon wieder dabei, auf die Karte zu gucken, um Runis zu verschieben nach der Folge. Das ist Muskelgedächtnis. Wenn ich hier bin und es dämmert so ein bisschen, dann bin ich immer sofort auf Kollisionskurs. Ich muss ja noch die Runis machen. Heute aber nicht. Heute machen wir keine Runis. Heute machen wir hoffentlich noch ein bisschen anderen Fortschritt, indem hier vielleicht die eine oder andere Blume langsam aber sicher fertig werden möchte. Nicht nur die Tomaten, auch weitere Moondrop Blumen und die anderen, die Rosen, die hoffentlich blau werden, damit wir sie in einen Hochzeitsstrauß schnüren können. Und das hier sieht schon mal ganz interessant aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und das sieht auch gut aus. Ja, dreimal gut. Wo sich bei den Tomaten ja nicht viel ändert. Aber okay, nicht mehr lange. Dann haben wir wohl oder übel alle Sachen zusammen, um auch heiraten zu können. Das freut mich. Das freut mich, denn dann haben wir bald alles geschafft hier bei Rune Factory und wir können hoffentlich einen schönen Abschluss machen und dann etwas anderes zocken, worauf wir Bock haben. Was dann hoffentlich auch nochmal knapp 200 Folgen braucht, weil ich eigentlich mag ich das, wenn wir so eine lange Serie haben und ihr natürlich diese langen Serien auch mögt und feiert. Das ist ja schön, weil ich habe immer zum Teil das Gefühl, ja, wenn ich jetzt hier nur rumlaufe, ein bisschen quatsche und, weiß ich nicht, versuche Gold aus der Erde zu ziehen und 5 Monster zu klatschen und ein bisschen, und weiß ich nicht, an der Werkbank stehe, um 3 Punkte zu machen, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe euch nichts... Ich habe euch keine Spielinhalte geboten, es geht irgendwie nicht weiter. Aber zum Teil muss ich mich da auch ein bisschen beruhigen und einfach sagen, hey, das ist das Spiel und wenn ihr das nicht mögt, dann ist es komisch, dass ihr den Rest vom Spiel mögt, so ungefähr. Ich freue mich einfach über jede Sekunde, die ich ein bisschen Rune Factory zocken kann, über jeden neuen Dialog, den wir kennenlernen und auch über jeden Punkt im Handwerk. Deswegen, für mich ist das alles ganz cool, so wie es jetzt ist und ich hoffe für euch auch. Hallo Doppel-Iris, ich habe wieder ordentlich Tomatensaft dabei. So, gibt es noch irgendwas Neues, was ihr mir vielleicht erzählen möchtet? Jetzt, wo ich gerade hier bin. Guten Abend. Would you like me to tell your fortune with tarot cards? Oh, Tarotkarten, auf jeden Fall, ja. Now then. Oh! Richtiges Event? Nein, okay. There. So, mal sehen. You are undecided about something.
But if you must make that choice now, do it. And it may go in your favor. Okay. There it is. Of course, fortune telling is always a hit or miss affair. Cool, danke. Danke fürs Kartenlesen. Also, ich bin mit einer Sache unentschlossen und ich muss es jetzt tun. Ist es in-game technisch bezogen oder ist es real-life technisch gezogen? Bezogen. Weil ich habe auch in, außerhalb des Spiels das eine oder andere, wo ich nicht ganz sicher bin, ob ich das wirklich durchziehen soll oder nicht. Ist jetzt die richtige Zeit gekommen? Sag mir deine Meinung dazu in den Kommentaren. Ich bedanke mich, dass du hier reingeschaut hast für Rune Factory Frontier. Wenn dir das gefallen hat, ist es ganz einfach, ein bisschen Unterstützung zu zeigen. Nämlich, du klickst einfach unten auf den Gefällt mir-Button und schon hast du deinen Teil getan. Oder du schaltest beim nächsten Mal wieder rein. Das gefällt mir natürlich auch. Wenn du neu hier bist, lass ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.